Hallo, liebe Susanne. Hallo Vera. Danke, dass du da bist. Wie war heute dein zweiter Nähtag bei Nevigi? Leider bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben genug Zeit. Wir haben Genau. wirklich genug Zeit. Ja. Was hast du heute gemacht? Ich habe für mein perfektes Kleid habe ich den Ausschnitt fertig. Die Armausschnitte sind fertig, so wie gewünscht natürlich mit Bündchen. Und habe dann verschiedene Farben mit reingebracht und bin jetzt gerade an dem Oberteil aus der hellen Viskose, also die ist fast weiß, die ist so off-white. Und da bin ich dann also auch gekommen. Ich habe die Seitennähte schön eingeschlagen und tolle Säume gemacht und habe dann an der Seite zugenäht. Svenja hatte mir das gesteckt und hat mir jetzt auch einen guten Tipp gegeben für den Saum. Und ich habe soeben erfahren, dass Manu mir morgen hilft mit dem Säumer, mir den erklärt und mir dann bei der Saumnaht hilft. Ich wollte es erst so von Hand jetzt stecken gerade noch, aber Manu meinte, das kriegen wir morgen schneller hin mit dem Säumer. Ja, dann muss Ja. ich noch den Ausschnitt machen und dann bin ich damit fertig und dann kann ich ans nächste Projekt. Das ist doch super. Dann musst du Ja. mir morgen auf jeden Fall Live-Video machen und genau angucken, was sie zeigt und macht. Genau. Okay, welche Projekt arbeitest du gerade? Ja, also immer noch an diesem Oberteil für mein Traumkleid, für mein Wellen-Australia-Kleid. Ja, das Und Stoff das ist ist einfach Hammer. das ist so ein schöner Stoff, wirklich, der ist ganz, ganz toll. Toll zu verarbeiten, aber ich meine, alle Stoffe von Stoffjunkies sind super zu verarbeiten. Und einer ist wirklich, das ist ein Eyecatcher. Also ich komme mir hier vor wie im Paradies. Ja, Und jetzt habe ich auch noch danke einen dir. Besuchshund, einen Kuschel. Genau, das kannst du auch kuscheln. Was war Aha-Moment für dich? Aha-Moment ist für mich jeden Tag die tolle Gemeinschaft hier mit den Frauen. Also Das stimmt. das ist Wahnsinn. Das kann ich nicht anders sagen. Ist Das einfach. 100%, das stimmt. Und was war heute schlimmster Moment für dich? Schlimmste Moment ist eigentlich, dass mein eigener Druck, den ich mir so setze, dass ich eigentlich schon viel weiter sein wollte, weil ich noch viel mehr zeigen wollte und so. Aber es soll ja auch alles schön werden. Ja, das wird schon. Und was hast du für morgen geplant? Also für morgen will ich auf jeden Fall mit Manu morgen erst den Saum machen und dann will ich noch mal gucken, wie ich jetzt den Ausschnitt genau mache von diesem Teil. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dann werde ich erstmal eine Leggings nähen, weil ich da noch einen Tipp habe zu der Buntverarbeitung, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Super, Susanne. Ich danke dir. Vielen Gerne. Dank, dass du da bist. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass du viel mitnimmst und viel dein Wissen an uns weitergibst und die Tue ich. Live-Zuschauer. Tue Und ich. dafür vielen Dank. Und ich wünsche dir schon Ich bin Feierabend. so froh, dass ich hier sein kann. Wir auch. Wir Ja. auch. Bis morgen. Ja, bis Tschüss. morgen. Tschüss.